Scheiße. Alter. Wie krass das ist. Sowas feiere ich ja dann schon immer, ne? Bei so Storyspielen, so diese Atmosphäre, die dann immer eingefangen wird. Wo man da so ein bisschen so ins Spielgeschehen so eintaucht, weil man sich so denkt, Alter. Kann das denn noch schlimmer werden? Hallo. Hallo, rede mit mir. Solltest du nicht arbeiten? Wer ist dein Vorgesetzter? Geh dich einen Scheißdreck an. So. Warte mal, mich juckt gerade mein Ohr. Ich weiß nicht warum. Hoffentlich hat Crawford bei den Ausweisen alles richtig gemacht. Ich gehe zuerst. Wenn der Alarm ertönt, wartet nicht und lauft einfach. Okay. Ich versuch's. Ich versuch mein Glück. Muss zugeben, war ein guter Plan. Die Werft wird von außen streng bewacht und die Arbeiter streng überprüft. Sie werden keinen Angriff von innen erwarten. Und sobald die mitbekommen, was wir vorhaben, sollten wir uns mit Hilfe des Goliaths durchkämpfen können. Edna weiß nicht genau, ob das Gehirn funktionieren wird. Aber ich vertraue auf ihr Talent. Sie hat uns noch nie enttäuscht. Da bin ich sehr gespannt. Ich lass mich überraschen. Na gut, los geht's. Ausweis. Okay. Ash, was haben wir da? Okay, ja, du bist bei Station 2. Das bedeutet schleppen. Ich hoffe, du bist fit. Na los. Englisch. Okay. Hier steht Station 2. Schleppen. Na los. Ja, ja. Das ging aber gut, Alter. Alles okay, Kumpel? Nicht wirklich. Hat er da gerade abgedanzt? Ich vermisse sie so sehr. Ja, ich vermisse sie. Alter. Das Ding sieht böse aus, was? Hinter dem Kontroll sollte es noch ein paar mehr davon geben. Bekommen wir unser Gehirn in eins davon, wäre das der Jackpot. Es wird alles immer schlimmer. Triff dich mit Crawfords Kontaktperson und schnapp dir deine Ausrüstung. Ich weiß, wie wir den Hof frei bekommen. Ich will, wenn möglich, zivile Opfer vermeiden. Viel Glück. Triff dich mit Crawfords Kontakt ist unsere nächste Aufgabe. Alter, was für... What the fuck? Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das ist so normal. Okay, das ist also die Werft, wo hier die Leute dann ja zur Arbeit halt bewegt werden. Da dürfen wir nicht lang. Wir haben gerade schon den Goliath gesehen. Ich möchte aber als erstes... Ach, ich habe gar kein Handy. Ach, ich kann hier gar nicht auf die Karte gucken. Ich soll erst mit einer Kontaktperson sprechen. Ich würde mich gerne noch mal ein bisschen erstmal umgucken, wie das hier aussieht alles. Alter, schön. Aber ist schon mal ganz ehrlich, ne, auch wenn es halt kein Overpowered-Spiel ist oder sonst irgendwie, es ist schon echt viel Liebe ins Spiel gesteckt worden, ne? Also, ganz ehrlich. Wie viele Details auch und so. Na? Und ich bin ja mal so ein Verfechter von Leuten, die mal sagen, ja, hat viele Bugs, spiele ich nicht Scheißspiel. Weil ich sag, ich gebe jedem Spiel eigentlich quasi eine Chance. Na? Außer natürlich Spiele, die zum Beispiel nicht mein Genre sind. Wie zum Beispiel so Fantasy-Klamotten ist zum Beispiel gar nicht meins. Na, da sage ich direkt, nee, das spiele ich nicht, weil es halt nicht meine Welt ist. Aber halt auch Scheißspiele, wie zum Beispiel so schlechte Shooter oder so irgendwie, spiele ich trotzdem. Ich sag nicht, das ist ein Scheißspiel, das sind einfach zum Beispiel das hier. Es ist kein perfekter Shooter, es ist kein wow, boah, Battlefield 1 oder keine Ahnung, sondern es ist ein Spiel, das kann man spielen. Es hat eine, ja, keine weltbewegende Storyline, aber es macht echt irgendwie Spaß. Auch dieses Erkunden jetzt hier, dieses, in Anführungsstrichen, ein bisschen Open World, weil es ist ja ein bisschen frei rumlaufbar. Und ich bin jetzt echt überrascht, dass wir jetzt so an diesem Hafen kommen, der so aussieht. Und das ist echt, also wie viel Arbeit da drin steckt, ne, ganz ehrlich. Gut, ob das jetzt 60 Euro wert ist, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Krass. Oh Gott, das kann hier nur Chaos geben. Bist du der Kerl? Brady, richtig? Ja. Ja. Hör zu, ich habe deine Ausrüstung herbringen lassen, genau wie es Crawford mir befohlen hat. Ich habe sie im Arbeiterbereich A versteckt, aber es gibt ein Problem. Die Norks haben Teile dieses Gebiets abgeriegelt. Du musst selbst einen Weg finden, an sie heranzukommen. War klar.
Finde deine Ausrüstung. Super. Habe ich denn jetzt eine Karte? Nein, ich kann immer noch das Handy nicht aufrufen. Okay. Kann das sein, dass man hier sein Handy nicht benutzen darf? Ich schau mal eben, was hier so los ist. Alter, krass. Da oben. Da wird gearbeitet. Das ist schon geil gemacht, ganz ehrlich. Also wer hier sagt irgendwie... Ah ja. Also Details stecken wirklich drin in diesem Spiel. Ich frage mich, was die hier arbeiten. Bauen die einfach nur Ressourcen ab oder... Oder machen die Schiffe wieder fertig? Komm ich hier, komm ich lang, ja? Warum nehme ich einfach so einen Bagger? Ist doch viel einfacher. Wer baggert noch so spät am Baggerloch? Das ist Bruno mit dem Bagger und der baggert noch. Bagger, 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 Baggerloch. Da kommt man schon auch... Ah ja, mit der Treppe kommt man da hoch. Ich bin so schlau. Ich würde mir ja gerne so einen Baustellensimulator wünschen wie die PlayStation 4. was? Wie kommt denn da ein Bagger da drüben hin? Ich will es gar nicht wissen. Worker Post B. Aha. Da ist blaues Licht von einer Drohne. Ich sollte mich vielleicht nicht in der... im Drohnenbereich aufhalten. Haben wir eine Taschenlampe? Ja. Bitte erarbeitet Berichte bei Zentralobservation Alpha innerhalb der nächsten 30 Minuten abholen. Schon irgendwie cool. Macht schon irgendwie, was? Ach, da ist jemand am Schweißen. Alter, wie geil. Magst du überhaupt hier drin sein? Ja. Und außerdem geht ihn ein Scheiß weg an, ob ich hier bin oder nicht. Sieht ein bisschen aus wie Monstrum, ne? Monstrum. Hallo? Halten Sie Ihren Ausweis für die Inspektion am Tor bereit. Ah ja. Ah, hier muss ich hin. Öffne mit dem Hackergerät das Tor, um deiner Ausrüstung zu gelangen. Plündere Ressourcen und stell ein Guerilla-Hackgerät her. Das geht die dann Chance an, wie ich da reinkomme oder wie nicht. Weil ich habe da so mein Spezialwerkzeug hier. Was? Wieso habe ich kein... Nein. Ich habe auch gar keine Waffen. Was? Willst du mich verarschen? Wie soll ich denn bitte... Okay. Das heißt also, wir müssen Ressourcen sammeln oder was? Ich habe ja gar nichts. Okay, Philadelphia. Philadelphia. Das heißt, wir müssen irgendwie... Was denn hier? Hallo. Kann ich die Tür wieder zumachen? Ja, sehr schön. Aber vorsichtshalber, damit wir ein bisschen Ruhe, ja, damit uns keiner sieht. Ja, ja, ich bin von einer anderen Schicht hier versetzt worden. Ich soll hier die Inspektion machen. Tach, ich bin der Türinspektor. Das ist, ja, nicht sicherheitsgemäß. Das, die Tür muss... Die Tür muss frei sein für den Fluchtweg. Das geht so nicht. Ich bin der Sicherheitsinspektor. So, und jetzt, du bist gefeuert. Du quasselst mir zu viel. Was bedeuten denn diese Augen? Aussichtspunkt oder was? Ich frage mich, wo wir Ressourcen herbekommen. Toll, eine Chemikalie. Chemikalie haben wir, brauchen noch eine Batterie. Gottes Willen. Das heißt, es muss wahrscheinlich in diesem gelben Bereich sein, dem gelben Kästchen auf der Karte. Ja, ja, ja. Alter, das ist ja krass, dass man jetzt hier erstmal so gucken muss, dass man hier klarkommt. Ich habe gedacht, wir haben unsere Waffen an. Ich hoffe, wir bekommen die wieder, unsere Ausrüstung. Was stöhnt die denn so? Entschuldigung. So. Hier vielleicht? Bedeuten die Augen vielleicht, dass es hier was gibt oder so? Oder ist das irgendwie... Oder bilde ich mir das nur ein? Hä?
keinen Sinn. Dass den anderen das auch nicht juckt, ne? Ich laufe die ganze Zeit hier rum, nicht am Arbeiten, aber am Klettern. So ein Kletteräffchen. Okay, hier gibt's anscheinend nichts. Ich muss hier bleiben. Vielleicht doch unten. Aber ich schaue vorsichtshalber nochmal hier in den Bereichen. Das bekommen, was Hochmut steht vor dem Fall. Ja, 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 ist klar. Noch keine Ressourcen. Okay, ich gehe nach unten. Alter, wie die am Stöhnen ist, ist ja abnormal. Ah, hier lang geht's auch. Aha. Ich glaube, die Augen sollen uns den Weg weisen, sowas. Hä? Hier ist eine. Was ist das denn? Hier soll. Ich, ja, schön. Vielleicht doch hier auf der Seite nochmal gucken. Gibt's hier vielleicht auch Ressourcen? Da oben ist ein X drauf. Vielleicht da drin, aber die Frage ist, wie komme ich da rein? Da komme ich. Da komme ich gar nicht hin. Ich bin zu klein. Wie komme ich denn bitte? Uah. Vielleicht hier klettern irgendwie. Hier. Das sieht aus, als ob man hier ein bisschen klettern müsste. Ich probiere das mal. Boah, es ist so abnormal warm hier. Es sind echt gefühlte 50 Grad hier drin. Und das. Okay, warte. So. Dann gucken wir mal. Das kriegen wir. So, ja. Das geht gut. Aber das ist doch nie im Leben richtig. Da waren wir doch schon, oder nicht? Hey, eine Batterie. Ich werde bekloppt. Noch eine Batterie. Alter. Geil. So. Warte mal. So, wie komme ich jetzt hier... Hallo, da bin ich wieder. Ich bin der Türinspektor. Siehst du, das meine ich. Man kommt hier gar nicht durch die Tür. Blub, 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 blub. Hier, riech mal meine Quanten. Siehst du? Blub, 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 blub. Das ist nicht sicherheitsgemäß. So, wie komme ich denn... Ah, hier. So. Jetzt muss ich zur Tür. Ich hoffe, das fällt nicht auf. Ich verstehe schon, dass du hier unten bist. Es ist alles rot. La Rouge, sozusagen. So. Hallo, Freunde. Ja, ja. Steck die Hand weg. Warum hält er jetzt... Warum hält er denn jetzt so seine Hand? Ich verstehe es nicht. Jawohl. Krieg ich jetzt auch... Ah, jetzt habe ich alles wieder. Sehr schön. Ich sollte weg. Brady, keine Sorge, es gab keinen Atomunfall. Ich habe nur den Alarm ausgelöst. Ich habe herausgefunden, wo die Nords unseren Goliath aufbewahren. Ich schicke dir jetzt seine Position. Geil. Gib dich dorthin, wir treffen uns dann bei nächster Gelegenheit. Sei vorsichtig, Brady. Die Nords durchkämmen das Gebiet. Okay. Ich möchte aber trotzdem jetzt erstmal auf die Karte gucken. Ach, ist ja... Okay... Okay, wir sind jetzt hier. Gut, hier gibt's ja sowieso nichts irgendwie groß an Basen oder so aufzuklären. Okay, wir müssen auf jeden Fall da lang. Kann ich denn jetzt die SMS lesen von Crawford? Nein, kann ich nicht, weil warum? Ich habe keine Ahnung, das funktioniert nicht. Die SMS ist, buggy. Ach du Scheiße, guck mal da. Wir müssen da hinten hin und da laufen sie. Das war so klar. Da kommt einer. Das war so klar. Wieso? Ja. Survival! So, geh weg, geh weg. Ciao. Aber so ein bisschen parkourmäßig jetzt hier. Lass mich. La 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 la. Ciao. Ihr könnt mich mal. Alter, was? Na, renn doch weiter! Haha, ich muss zum Goliath. Ja, ich bin mal ein Goliath. Und jetzt? Komm hier.
Ja, bin schon da. Goliath, der nur darauf wartet, von uns mitgenommen zu werden. Okay, Brady, du hast es geschafft. Steck jetzt dieses Gehirn in den Goliath, damit Heather ihn kontrollieren kann. Wir brauchen seine Hilfe, wenn wir hier lebend raus wollen. Jawohl. Brady, geh in Deckung. Oh Gott, verteidigen Goliath ist die Software. Was? Oh Gott. Hab dich, du hinterhältiger Hurensohn. Verdammte Scharfschützen. Hoffen wir mal, dass Heather ihre Wunder schnell wirken kann. Okay, perfekt. Meine Protokolle zeigen an, dass der Goliath hochfährt. Jetzt musst du in der Nähe bleiben, damit ich dem Gehirn von deinem Smartphone aus Befehle schicken kann. Entferne dich nicht zu weit, sonst verliere ich die Verbindung. 25% sind fertig. Ja, schön. Kannst du dich mal ein bisschen beeilen? 25% ist ja lustig. Warte mal, ich mach mal was. Sie haben mich eingekesselt! Bewegung und Feuer! Los, 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 Feuer! Was? Wo? Von wo? Von wo? Von wo? Ach, da oben. Alter, ich muss mich heilen. Juh. Hier, hast du. Oh Gott, ich werde so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, wie viele hier kommen. Wie viele hier sind. Hallo, wo ist denn? Treffe mich. Warte mal. Hallo, ich kann gerade, ich bin gerade voll konzentriert, man merkt es mir überhaupt nicht an, Gott sei Dank. Ja, war ja klar. Hier, für mich. Okay, die Waffe sind online. Sieh dir das an. Ja, boah, läuft bei dir. Warte mal eben, ich muss noch mal eben was bauen. Warte mal. Ich bin gleich bei dir. Alter, wo ist der? Gibt's doch gar nicht. Willst du mich veräppeln? Ich hab keine Munition mehr. Ich hab keine Munition mehr. Ich arbeite am Navigationssystem. Ja, beeil dich mal ein bisschen. Ich brauche mehr Zeit. Komm schon, Heather, lass uns nicht hängen. Ich hab keine Muni mehr. Willst du mich verarschen? Ich muss eine bessere Deckung finden. Ja, und ich hab keine Muni mehr. Hey, los geht's. Alter, oh. Schritt. Ich will nicht, dass mein neues Spielzeug beschädigt wird. Verschwinden. Schnapp dir etwas Munition und los! Ja, schnapp dir etwas Munition. Du bist ja gut. So viel habe ich gar nicht bekommen. Boah, ich sollte mich heilen. Alter. Das gibt's doch nicht. Alter. Uah. Brady, schalte diese Raketenwerfer aus, bevor sie den Goliath zerstören. Welche Raketenwerfer? Mit was für einer Muni denn? Alter, ich komme da überhaupt nicht hin. Warte mal, Halt in Bewegung, Brady. Wir müssen den Goliath so schnell wie möglich aus der Werft bekommen. Ja, bleib mal easy. Bleib sie mal dürfen easy. Den Goliath nicht zerstören. Wir nehmen Schaden, Brady. Lock sie vom Goliath weg. Bleib mal, Alter, was? Ich hab keine Muni mehr. Das wird nicht einfach, das habe ich ja schon gesagt vorher. Das Problem ist, dass ich kaum Muni habe. Halt sie aus, bevor sie den Goliath zerstören.
Bewegung und Feuer! Oh, Entschuldigung, wollte ich nicht. Okay, steig auf den Goliath. Ich muss auf den Goliath steigen. Wie? Ah, hier. Boah, Alter. Puh. Yeah. Bewegung, los, los! Wir haben einen Goliath. Lasst uns mal anfangen. Yeah. Los geht's! Scheiße! Ende. Wir haben's geschafft! Yeah.